Storm in a Crow from the Together Community plays Mass Effect 2 and hopes you enjoy the video. Schöne Erfahrung. Wie ist das so, eine Asari-Matriarchin zu sein? Genauso, als wenn man was anderes ist. Meine Eltern hatten ein interessanteres Leben als ich. Danke, dass Sie mir davon erzählt haben. In Ordnung. Aber essen Sie nicht die Nüsse in den roten Schalen. Die sind für Turianer und Quarianer. Sie bekämen davon Krämpfe. Okay. Oh. Oh ja. Der Drink war gut. Hier. Auch noch rein. Komm. Und jetzt nehmen wir noch einmal von dem Mopotitigen. Hä? Okay, das war irgendwie nicht das, was ich wollte. Hier ist... Wer ist denn das? Miss Larsen, es freut mich, dass wir es geschafft haben. Es gab Komplikationen. Was ist passiert? Ist mit Orianna alles in Ordnung? Es geht ihr gut, aber sie haben einen Mann namens Niket als vertrauenswürdige Quelle angegeben. Er hat mich kontaktiert und davor gewarnt, dass ihr Vater Eclipse-Söldner losgeschickt hat, um hier aufzuräumen. Er hat angedeutet, dass die Söldner nach ihnen persönlich Ausschau halten würden. Deswegen hat er vorgeschlagen, Oriannas Familie selbst zum Terminal zu bringen. Sie haben Niket bisher gar nicht erwähnt. Er ist ein Freund. Wir kennen uns schon sehr lange. Kommt noch jemand Ihrer anderen Kontakte auf Ilium mit, Miss Larsen? Nein. Ich traue bei dieser Sache nur Ihnen und Niket. Welche Informationen haben Sie über die Söldner? Sie sind von Eclipse, das wurde bestätigt. Und Sie arbeiten für eine Organisation, vor der uns Miss Larsen gewarnt hat. Ich könnte die Behörden verständigen, aber bisher haben Sie nichts Illegales gemacht. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir kümmern uns selbst darum. Es ist Ihre Schwester, Miranda. Wie wollen Sie verfahren? Lanteia, wir befolgen Nikets Vorschlag. Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen Ihre Aufmerksamkeit auf uns. Niket soll die Familie zum Shuttle eskortieren. Geben Sie ihm vollen Zugriff auf den Reiseplan der Familie. Nur zur Sicherheit. Verstanden, Miss Larsen. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während Ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird. Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester lebend beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Ich möchte noch ein paar Sachen erledigen, bevor es losgeht. Wir dürfen nicht zu lange warten. Eclipse wird sein Netz um das Transportdock immer enger ziehen. Ich tue mein Möglichstes, um Ihnen etwas Zeit zu verschaffen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind. Denn wir wollen ja noch... wollten jetzt noch ein bisschen warten. Ich hatte es ja erzählt, also... was können wir noch machen? Ne, also, ich hatte es ja eben mal erwähnt, also... die Barfrau hat ihr erzählt, dass sie eine reinrassige Asari, ja, dass sie halt auf einer reinrassigen Asari ist. Und sie ist, ich glaube, der Vater von Lyra. Hallo, Commander Shepard. Lyra wird sich freuen, Sie zu sehen. Sind Sie Lyras Assistentin? Ja, Lyra verlässt sich darauf, dass ich nützliche Informationen beschaffe. Ich habe weder ihr Netzwerk noch ihre Kontakte, aber ich versorge sie mit zusätzlichen, unterstützenden Daten. Es ist wirklich eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Wie ist Lyaras Ruf hier auf Ilium? Sie ist hoch angesehen. In nur wenigen Jahren hat sie ein respektables Netzwerk von Verbindungen angelegt. Sie könnte aber noch weitaus mehr politischen Einfluss haben, wenn sie sich weniger auf ihre persönlichen Ziele konzentrieren würde. Aber davon sollte sie Ihnen erzählen, nicht ich. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Jo.
Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinem Gedanken. Shepard! Nixeris, alle Anrufe abwimmeln. Habe ich das angegeben? Meine Quellen sagten zwar, dass Sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, Sie zu sehen. Haben Sie jetzt Quellen? Ein paar. Quellen, Kontakte, sogar ein paar Mietschläger. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit Sie... naja, also in den letzten 2 Jahren. Und jetzt sind Sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Allgemein bekannt ist das gerade nicht. Dass Sie am Leben sind, auch nicht, Shepard. Informationen sind jetzt mein Geschäft. Und wenn Sie jemanden suchen, helfe ich gern mit Informationen weiter. Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Und das ist Ihnen einfach alles so eingefallen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin, Shepard. Die Welt der Intrigen ähnelt in vieler Hinsicht einer Ausgrabungsstätte. Nur, dass die Leichen frischer sind und noch stinken. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Ich weiß, dass Sie den Shadow Broker suchen. Ich habe von Cerberus die Information, wo er sich aufhält. Interessiert? Absolut. Ich hatte keine Ahnung. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Sieht aus wie eine abgefangene Übermittlung zwischen Agenten des Shadow Broker. Einige Hinweise zum Standort und... Es geht um Farron. Er ist noch am Leben. Wer ist Farron? Er war ein Freund. Er hat mir geholfen, ihre Leiche dem Shadow Broker abzunehmen. Weshalb wollte der Shadow Broker meine Leiche? Er wollte sie an die Kollektoren verkaufen, aber Farron und ich haben das verhindert. Farron hat sich geopfert, um mich zu retten. Dann haben Sie mich gerettet? Und wie bin ich zu Cerberus gekommen? Nun, Sie haben mir die Informationen für Ihre Bergung gegeben. Vorher haben Sie mich mit Farron zusammengebracht. Danach habe ich sie Ihnen übergeben. Sie sagten, Sie könnten sie zurückbringen. Sie haben mich vor den Kollektoren bewahrt. Ohne Sie hätte ich nicht zurückkommen können. Danke. Sie ahnen nicht, wie viel mir das bedeutet, Shepard. Ich wusste nicht, wer Sie nach Ihrer Rückkehr sein würden. Ob Ihre Gefühle... Sie haben sie zurückgebracht. Und jetzt geben Sie mir eine Chance, Farron zu finden. Nach 2 Jahren hätte ich das nicht gedacht. Sie und Farron standen sich wohl nahe. Schon lustig. Er hat mich mehrfach hintergangen. Er arbeitete sowohl für Cerberus als auch für den Shadow Broker. Aber am Ende hat er sich für mich geopfert. Ich schulde ihm was. Jeder Freund von Ihnen ist auch mein Freund. Was ist der nächste Schritt? Ich weiß nicht. Vorbereitungen treffen, nachdenken. Ich gehe nach Hause. Benutzen Sie mein Terminal, wenn Sie lokale Informationen brauchen. Sind Sie okay? Ich habe 2 Jahre lang meine Rache geplant. Jetzt habe ich die Chance, eine Rettungsaktion daraus zu machen. Ich möchte helfen. Kann ich in Ihr Apartment kommen? Okay. Hoffentlich habe ich bis dahin einen Plan. Danke, Shepard.
Jetzt einmal nochmal zum Mitschreiben. Habe ich bei dem Comic-Replika am Anfang angegeben, ich will mit dir zusammen sein. Ich glaube, ja fast sogar ja. Oder ist das dann noch nicht so ein gebrauchtes Menschen, die Asari sich dann küssen? Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kirosa sehr wichtig sind. Lassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Ich kann von Glück reden, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Ihre Söldner haben plötzlich das Feuer eröffnet. Wenn sie uns nochmal reinlässt, hole ich alles. Wenn nicht, können wir nur noch hoffen. Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Dann eben nicht. Serena? Wer will das wissen? Ich heiße Shepard. Liara Tissoni sagte, sie hätten vielleicht Informationen über Thane Krios. Tanner, machen Sie für mich weiter. Hierüber. Ja, ich weiß, wer Thane Krios ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Vielleicht könnten Sie mir helfen, ihn zu finden. Ich kann es Ihnen sagen, aber Sie werden ihn nicht aufhalten. Als er mich kontaktierte, habe ich ihn überprüft. Er hat bisher jeden Job zu Ende gebracht. Ich war für die Sicherheit von Lassana Dentius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren. Als ich sie damit konfrontierte, hat sie mich gefeuert. Selber schuld. Ich hätte Thane vielleicht davon abhalten können, sie umzulegen. Sagen Sie mir einfach, wo ich Thane finde. In den Dentius Towers. Penthouse von Turm 1. Es gibt einen zweiten Turm, an dem noch gebaut wird. Wenn Ihr Freund clever ist, geht er von da aus rein. Also müssten Sie ihn dort finden. Das klingt nicht danach, als würde Nassana mich einfach so reinlassen. Sie ist ebenso klug wie paranoid. Ohne Kampf kommt da keiner rein oder raus. Ich kann Sie reinbringen, aber Sie haben nur einen Versuch. Sie sollten sich gut vorbereiten. Ich bin gleich wieder da. Ich werde hier sein. Aber Sie sollten nicht zu lange warten. Wie gesagt, machen wir später. Ich heimse ja sehr viel Vorwitzpunkte ein. Das gefällt mir sehr gut. Vertrau mir. Die Waren aus dem Terminus-System sind sehr gut fürs Geschäft. Ich weiß nicht. Einige davon kommen mir ziemlich gefährlich vor. Genau darum geht's doch. Gefährlich bedeutet mehr Vertragsarbeit für uns. Okay. Waffenhändler! Das Geschäft ist da drüben. Und keine dummen Ideen. Der ganze Laden wird überwacht. Sturmgewehr. Verstärkerplatten. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Gut. Wir brauchen... Asari. Was wollen Sie? Tut mir leid, tut mir leid. Die Liebesgedichte des verdammten Kroganers zerren an meinen Nerven. Belästigt Sie dieser Kroganer? Nein, nein, Sie müssen ihm nicht wehtun oder sowas. Er ist harmlos. Was bei einem Kroganer kaum zu glauben ist, ich weiß. Sein Name ist Char. Wir sind miteinander ausgegangen, aber im Moment sind wir getrennt. Er will mir zeigen, wie sensibel er ist, indem er mich, naja, umwirbt. Wirklich schlimm. Warum sind Sie beide gerade getrennt? Er meint es ernst. Also mit Kindern und so. Das volle Programm. Zum Ausgehen ist zwar super, aber was Dauerhaftes? Kroganer leben sehr lange.
Das ist nicht wie bei Menschen, wo man nur 100 Jahre durchhalten muss, weil sie dann von selber sterben. Nichts für ungut. Ich habe mich gefragt, ob er mich wirklich mag oder ob er nur Kinder will. Er kann ja sonst keine haben, wissen Sie? Wegen der Genophage. Das klingt nach einer Frage, die Sie ihm direkt stellen sollten. Habe ich. Ich glaube, Ihnen ist gar nicht klar, dass unsere Kinder immer Asari wären. Nicht-Asari begreifen oft nicht, dass wir keine Alien-DNS aufnehmen, sondern damit nur kleinere Teile der genetischen Information zufällig verteilen. Jedenfalls war Char danach sehr lange still. Schließlich sagte er, dass er unsere Mädchen auf jeden Fall lieben würde, egal welche Farbe sie hätten. Es ist nicht alltäglich, dass eine Asari mit einem Kroganer ausgeht. Was hat sie beide zusammengeführt? Er ist ein lustiger Kerl. Ziemlich klug, vor allem für einen Kroganer. Und er hat einen guten Job als Transporttechniker. Ein paar Jahrhunderte lang macht die Arbeit als Söldnerin oder als Tänzerin in Bars Spaß. Aber irgendwann kommt man nun mal in die matronale Phase, wissen Sie? Dann lässt man sich die Rückentätowierung entfernen, wartet, bis die Haare wieder ihre natürliche Blaufärbung annehmen und lässt sich mit jemandem nieder, der verlässlich ist. Sie müssen mit Ihrem Freund reden, sonst hört er mit seiner Poesie gar nicht mehr auf. Ich weiß, aber es ist so schwer. Ich mag ihn sehr. Verdammt, ich liebe ihn sogar. Aber ich weiß nicht, ob er für eine dauerhafte Beziehung taugt. Sehen Sie ihn an. Er ist ganz offensichtlich verrückt nach Ihnen. Meinen Sie? Aber was ist, wenn er doch nur Kinder will? Bin ich dann nur seine Gebärmaschine? Er sagte, das wäre ich nicht, aber... Wenn er das gesagt hat, können Sie ihm entweder vertrauen oder müssen sich keine Sorgen mehr machen. Oder Sie vertrauen ihm nicht und haben Ihre Entscheidung bereits getroffen. Ich vermute, so habe ich das bisher noch nie betrachtet. Ich vertraue ihm. Wenn er es gesagt hat, ich werde mit ihm reden. Ich habe am Terminal einen Rabatt für Sie eingestellt. Danke für Ihre Hilfe. Ich hätte es früher machen sollen. Wie wär's mit deinem Fisch? Die liebt ihren Garten. Wir könnten einen Teich... Was ist mit dir? Willst du zur Spezialeinheit? Da bin ich schon. Jede Asari hat Biotik. Dann kann ich sie doch auch einsetzen, oder? Wow. Nein, sie will... Sie sind Shepard. Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern. Ich war Kolonist in Zeus Hope auf Pharos. Sie haben uns vor diesem gewaltigen Geth-Angriff gerettet. Und vor der Kontrolle des Torianers. Bei den Kämpfen sind zu viele gestorben. Wir konnten die Kolonie nicht mehr retten. Allerdings immer noch besser, als Sklaven des Torianers zu sein. Wohin sind die Überlebenden nach dem Ende von Zeus Hope gegangen? Die meisten von uns sind zusammengeblieben und zurück zur Erde gegangen. Runtergekommen, aber vertraut. Wir brauchten bekannte Gesichter. Exo Jenny hat uns ganz schön im Stich gelassen. Sie haben alles von dem Torianerbrei gesammelt, das sie finden konnten, und sind dann einfach verschwunden. Was führt sie nach Ilium? Wir hatten Gesundheitsprobleme, hauptsächlich wegen der Kontrolle durch den Torianer. Dann haben wir in einer kolonialen Forschungsgruppe einen Vertrag über medizinische Tests abgeschlossen. Aber im Kleingedruckten stand, dass sie ohne unsere Zustimmung invasivere Eingriffe vornehmen dürfen. Ich habe mit der Vertreterin gesprochen, aber sie hört mir nicht mal zu. Ich vermute, sie hat ein Problem mit Menschen. Ich rede mit dieser Forschungsgruppe. Wirklich? Danke. Die Vertreterin ist am Kiosk von Barrier Frontiers. Das machen wir natürlich. Erst shoppen. Was bieten die an? Ach, Karten bieten die an. 500. Ja, komm. Ich habe Ihr Gespräch beobachtet, Mensch. Sie wollen sich über die medizinischen Verträge beschweren, die die Kolonisten von Pharos unterschrieben haben. Sie gehen besser wieder. Ihr Leben ist kurz genug. Vergeuden Sie keine Zeit damit, mich zu belästigen. Warum bestehen Sie auf diesen Tests? Welchen Nutzen haben Sie davon? Der Nutzen geht Sie nichts an. Ein legaler, bindender Vertrag wurde unterschrieben. Nur das zählt. Sie alle, Menschen, Salarianer, Turianer...
Sie kommen auf unseren Planeten und beschweren sich dann, dass ihnen unsere Gesetze nicht passen. Die Galaxie wäre ein besserer Ort, wenn sich niemand außer den Asari aus der Ursuppe erhoben hätte. Und du bist ein großes Arschloch. Vielleicht könnten wir andere Tests entwickeln, mit denen beide Seiten zufrieden wären. Wenn die Kolonisten die Vertragsbedingungen nicht einhalten wollen, hätten sie nicht unterschreiben sollen. Ich bin nicht dazu verpflichtet, ihre...